zum manipuliert. Er selbst wollte gerne kommunizieren, dass sie 10-mal Nein gesagt hat und trotzdem ist es dazu gekommen. Und er empfindet das als Win. So manipulieren Dating-Coaches und Pick-up-Artists. Wir haben erst ein Brust-raus-Video im Stream geguckt und das war das über Schule und über Depressionen etc. In der Schule. Und ich hatte das Gefühl, das war ein nices Video. Ich habe das sehr gefühlt, mit euch zu gucken. Oh Mann, warum schreibt ihr mir nicht zurück? Weil er keinen Bock auf dich hat. Das ist der... Ich liebe Dating-Coaches. Es ist so funny, die zu sehen, Digga. Okay, ouch. Aber das einfach ehrlich zu kommunizieren, anstatt zu ghosten, geht nicht, oder wie? Wenn er nicht in dich investiert, dann bist du es ihm nicht wert. Okay. Die beiden, die ihr gerade gesehen habt, sind Dating-Coaches. Hört sich erstmal gar nicht so schlecht an. Jemand, der dir helfen will, zu flirten und vielleicht sogar in eine Beziehung zu kommen. Denn Dating kann eine echte Challenge sein. Und der Markt mit Menschen, die auf Partnersuche sind, ist riesig. Im Jahr 2021 lebten in Deutschland rund 22 Millionen Personen, die Single waren. Und auch wenn die nicht alle auf Partnersuche sind, das sind ganz schön viele. Und da wollen... Das stimmt. Das ist ein relativ großer Markt. Dating-Coaches natürlich helfen. In diversen TikToks, YouTube-Videos und Es gibt so viele Dating-Coaches, die auch irgendwie, so viele haben so eine eigene Website mit eigenen Kursen. Das ist so krass. Ja, weil es doch so einfach ist, ne? Du kannst ja einfach eine Website machen und sagen, ich biete Kurse an und ich sag dir, wie es geht. Und also das dauert ja literally einen Tag, so eine Seite zu machen. Und dann sagst du einfach, ey Leute, ich gebe euch Tipps, machst dir einen TikTok-Kanal und sagst da einfach, wie es läuft. Reels erzählen selbsternannte Coaches, worauf vor allem Frauen angeblich stehen. Frauen auf jeden Fall nicht stehen, sind auf die sogenannten Nice Guys. Finde ich beide. Nee, wirklich. Nicht nett sein, das ist voll wichtig auch. Nicht nett zu Frauen sein. Weil das da stehen die nicht drauf. Anyway, immer wieder super, wenn Männer erklären, was Frauen wirklich wollen. Ja, würde ich auch immer einen Mann fragen. Also, wenn ich mir die Frage stellen würde, was Frauen wollen, glaube ich, wäre mein erster Gang zu einem Mann, weil ein Mann ja auch... Nee, ich kann das nicht mal als Joke irgendwie jetzt... Mir fällt nicht mal eine Joke-Begründung ein. Das ist einfach dumm. Das Problem, die Aussagen der Coaches sind meistens sehr pauschalisierend und fast alle bedienen sich an Geschlechterklischees. Was? Ich dachte, alle Frauen sind gleich. Warte ganz kurz. Was? Alle Frauen sind gar nicht gleich? Man kann gar nicht so eine Regel haben für alle Frauen? Und viele der Tipps sind krass manipulativ. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum es bei mir nicht läuft. Ich verstehe langsam. Ich verstehe, warum es bei mir nicht läuft. Ich müsste mal so einen Dating-Coach-Kurs machen. Vielleicht mehrere. In diesem Video schauen wir uns das Geschäft und die Tipps von Dating-Coaches und Pickup-Artists, also übersetzt Verführungskünstlern, mal kritisch an. Und uff, Leute, ganz ehrlich, ich war echt geschockt, auf was für krass problematische Methoden und Abgründe ich bei der Recherche gestoßen bin. I mean, da gehen teilweise Videos komplett viral, die dann vor allem junge Menschen erreichen und die einfach super unrealistische und veraltete Vorstellungen davon vermitteln, wie man eine Partnerin oder einen Partner finden kann. Ich bin gespannt. Ich glaube auch. Oder einfach generell, wie man mit Menschen respektvoll umgeht. Wie ihr solche manipulativen Verhaltensmuster erkennen und euch und eure Freundinnen davor schützen könnt, das checken wir in diesem Video. Wir haben viel zu bequatschen, also let's go. Dating-Coaches sind Männer oder Frauen, die Männer und oder Frauen Tipps geben, wie sie entweder zur großen Liebe gelangen, wie sich Frauen zu verhalten haben oder... Alleine diese Überschriften zu sehen. Und Tipps. Warte, er war. Dating-Coaches sind Männer oder. So bleibst du einem Mann im Kopf. Frauen, die Männer und. Klar. So, also es gibt ja einen Tipp, wie man Männern im Kopf bleibt. Und oder Frauen Tipps geben, wie sie entweder zur großen Liebe. Ja, und wieso Frauen dich fast nie ansprechen werden, weiß er ja. Weil das hat ja immer dieselben Gründe. Klar, ist ja völlig klar. Liebe gelangt. So, das, was er sagt, wird sich beziehen auf alle. Wie sich so. Das ist immer derselbe Grund, warum Leute nicht angesprochen werden von Frauen. Und drei Tipps, wie du sie schnell ins Bett bekommst. Das sind alles so krasse Überschriften. Frauen zu verhalten haben. Ja, wie ich sie schneller ins Bett bekomme. So dieses, ohne dieses Weltbild, dass man eine Frau so erobern müsste. Und dass man so gegen sie arbeiten müsste, um sie ins Bett zu bekommen. Das ist so ein wackes Weltbild. Also irgendwie dieses Weltbild von so,
eine Frau will nicht mit mir schlafen, aber wie kann ich machen, dass sie trotzdem mit mir schläft? So, wie kann ich, also wie kann ich sie ins Bett bekommen? So, hä? So, vielleicht könnte man sich ja so verhalten, dass sie einfach generell Bock hat, mit dir ins Bett zu gehen, und dann wäre das halt eine nice Sache, wenn ihr beide Bock habt, miteinander ins Bett zu gehen. Das wäre ja vielleicht so eine Richtung, die man einschlagen könnte. So. Aber nee, es gibt Tipps, wie ich die schneller ins Bett bekomme. Haben oder wie Männer Frauen schneller ins Bett bekommen. Die meisten Frauen, die ich auf Social Media als Coach gefunden habe, bezeichnen sich als Relationship Coaches. Und sie sind vor allem im englischsprachigen Raum aktiv. Oft geben sie Tipps, wie man über Liebeskummer hinwegkommt. Noch Kontakt zum Ex, ja oder nein? Kommt oder. Ja, ich glaube, da gibt es eine ganz pauschale Antwort. Weil alle Verhältnisse zu Ex-Freunden sind ja immer gleich. Das ist schon wichtig. Oder wie man Female Energy aufbaut. Und ja, wie auch bei den Männer-Coaches pauschalisieren sie sehr oft. Aber mir sind eindeutig mehr männliche Coaches aufgefallen, die sehr kritischen Content machen, auf den wir einfach mal genauer schauen sollten. Ich glaube auch gerade im deutschsprachigen Raum gibt es viel mehr männliche, wacke Dating-Coaches. Viel mehr. Um Dating. Chat fragt, was ist ein Female Energy, lol. Tega, fragst du den Falschen, ne? Um Coach zu werden, muss man übrigens eine echt krasse Karriereleiter besteigen. Nicht. Du bist ein Dating-Coach, sobald du dich auch so nennst. Denn der Begriff Coach ist nicht geschützt. Um die professionellen Coaches von den unprofessionellen Coaches. Das ist doch genial. Dann kann ich mich einfach Coach nennen für alles. Ich bin Aktiencoach. Digga, das ist strong. Ich bin Metzger-Coach. So, ich bin vegan, seit ich 17 bin, aber ich bin Metzger-Coach. Also, ich kann mich so nennen. Und das ist doch was Stronges. So, ich kann so Kurse anbieten für Metzger. Einfach irgendwo so eine Profession rausnehmen, von der man keine Ahnung hat. Ich bin Schreiner-Coach. Gibt es Coaching-Verbände, zum Beispiel den Deutschen Coaching-Verband oder den Business-Coaching-Verband. Dort werden ausgebildete Coaches geprüft und können ein Zertifikat bekommen. Das ist dann eine Garantie dafür, dass der entsprechende Coach eine fundierte Ausbildung hat und sich an ethische Richtlinien hält. Was dort auch gecheckt wird, sind psychopathologische Grundkenntnisse. Also als Coach einschätzen zu können, ob der oder die Klientin mit dem Problem lieber eine Psychotherapie anfangen sollte. Und laut dem Deutschen Coaching-Verband ist bei Ihnen kein einziger Dating-Coach Mitglied. Und oha. Digga. Aber ist ja auch klar, natürlich scheißen die da drauf. Also es ist ja auch nicht wichtig für Dating-Coaches das zu haben, weil die Kunden von Dating-Coaches ja, ich sag mal, im Regelfall Leute sind, die das jetzt nicht überprüfen werden, ob die da Mitglied sind. Und no joke, Leute, egal ob es ein YouTube-Video ist oder ein TikTok, gefühlt sind alle Videos einfach gleich aufgebaut, so wie das hier zum Beispiel. Warum kommst du sich unter 30 Minuten ins Bett? Gleich aufgebaut, so wie das hier zum Beispiel. Warum kommst du sich... Das Lustigste, finde ich, ist das Rote darunter. Dunkle Magie. Einfach Klammer auf, dunkle Magie, Klammer zu. Stell dir vor, wow, du willst irgendein Video machen, wo du einen Tipp gibst und haust einfach dunkle Magie drunter. Also du kannst einfach sagen so, weiß ich nicht, so kannst du deinen Schrank besser abschleifen. So, wenn du so für Schreiner einen Coach gibst, ich bin Schreiner-Coach, so kannst du Eichenholz besser abschleifen. Klammer auf dunkle Magie, Klammer zu. Also du kannst bei jedem Tipp kannst du einfach Klammer auf dunkle Magie, Klammer zu sagen. Und es wirkt irgendwie, als hättest du jetzt irgendwie die krasse Ahnung. So. Das ist schon geil. So bekommst du sie in 30 Minuten ins Bett. In unter 30 Minuten ins Bett. Vielleicht, ich hätte jetzt ein, das ist jetzt ganz wild, was ich sage. Ich hätte jetzt einen Gegentipp. Lass dir vielleicht mehr als 30 Minuten fürs Vorspielzeit und dann läuft es auch besser im Bett. Aber ist jetzt nun ein ganz wilder Gegentipp. Weiß unter 30 Minuten ins Bett. Weiß ich nicht. It's not a race. Maybe. Weiß ich nicht. Es geht fast eine ganze Minute um den heißen Brei und irgendwann bekommt man dann den heiß ersehnten Tipp von ihm. Dass du deine wahre Sexualität, deine wahre maskuline Energie rauslassen kannst, um mit der Frau auf einer energetischen Ebene connecten zu können. Deine Maske.
Was? Was war das für ein dummer Satz? Maskuline Energie rauslassen kannst, um mit der Frau auf einer energetischen Ebene connecten zu können. Deine maskuline Energie muss hervorscheinen. Also, was soll ich jetzt damit anfangen, Leute? Und mit solchen Videos machen manche Coaches auch noch richtig viel Geld. Dating-Coaches haben oft eine sehr große Reichweite auf Social Media und die kommt ihnen natürlich sehr gelegen, denn sie haben nicht selten ein eigenes Coaching-Programm, das sie dann praktischerweise vermarkten können. Ein paar von diesen Links zu dem Programm habe ich mir mal angeschaut und ja, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wenn man ziemlich viel gratis bekommt. Und zwar so viel gratis, dass es ein wenig so wirkt, als wollte man einen vielleicht gegebenenfalls eventuell locken. Gratis E-Book, gratis Erstgespräch, gratis Probemonat und krasse Versprechungen wie: So eroberst du deine Traumfrau in nur 2 Tagen. Was? Hier lernst du in 2 Tagen, wie du deine Traumfrau eroberst. Was? Es ist so sad. Das ist so sad, weil die spielen letztlich mit der Verzweiflung von Leuten, die es wirklich schwer haben. Also, ne, es gibt ja Leute, bei denen es dating-wise einfach nicht klappt. So. Die gibt es. Die sind da. Die sind auf der Welt. Und mit deren Verzweiflung so zu spielen und denen zu versprechen, ja, wenn du meinen Videokurs hier anguckst oder so, dann ist doch völlig klar, dass du in 2 Tagen lernst, wie du deine Traumfrau eroberst. Ist doch klar, das muss man ja nur lernen. Das ist doch nur eine Sache, die du kurz lernst. Und dann weißt du doch, wie das geht. Du weißt nur nicht, wie das geht. Das ist schon ein bisschen wack, ne? Aber ganz so gratis bleibt es dann doch nicht. Sobald man ein Coaching beginnt, kann so gratis. Kann das ziemlich Entschuldigung. Teuer werden. Beim einen bekommst du ein Einzelcoaching für 10.000 Euro. Beim das ist relativ viel Geld. Nächsten gibt es jetzt das einmalige Angebot für 90 Minuten Online-Material. Nur 95 Euro anstelle von 245 Euro. Online-Seminar, Länge 60 Minuten. Bonusinhalte, Länge über 30 Minuten. Daran weißt du, dass das Online-Seminar schon mal unter 60 Minuten ist. Weil wenn hier über 30 Minuten steht und hier steht circa 60 Minuten, dann ist das unter 60 Minuten. Euro. Da muss man doch zuschlagen, oder? Die empfohlene Preisgrenze vom Coaching-Verband liegt übrigens bei 160 Euro pro Stunde. Aber ey Leute, was ist denn das bisschen Geld, wenn man das in die Liebe investiert und sein ganzes Leben was davon hat? Lassen wir mal außen vor, dass... Echt, Digga, das ist deine Traumfrau. Ist dir deine Traumfrau nichts wert? Da kannst du auch mal ein paar hundert Euro ausgeben. Das ist deine Traumfrau. Hallo. Hier mit Verzweiflung von Menschen Geld gemacht wird. Das Y-Kollektiv hat für ein Video ein Interview mit Paula geführt. Sie hat an einem Datingprogramm teilgenommen, um den Traumpartner zu finden. Man lässt sich halt manipulieren, indem man halt auch seine Worte hört. Und das Schlimme ist halt, er versucht Frauen, die verzweifelt sind, weil sie halt lange Single sind oder weil sie sich halt unbedingt den Wunschpartner suchen oder finden möchte, dass man halt dadurch halt sagt, man macht das. Man will alles probieren, halt einen Partner zu finden. Es ist absolutes Geschäft mit der Hoffnung. Aber schauen wir uns das doch mal genauer an, denn diese Coachings werden ja auch gebucht. Dementsprechend attraktiv müssen ja auch die Angebote sein. Das hier ist ein Beispiel aus einem Kurs, der an Männer gerichtet ist. Wie du Frauen optimal screenst, wie du die Frauen sympathisch stoppst, wie du den Typ der Frau innerhalb der ersten Minute erkennst. Digga, als wären das so Pokémon, ne? Also das ist echt so, als so wie beim Pokémon. So, du hast einen Wassertyp, du hast den Blitztyp, so Strom, ne, Pflanzentyp. Bei Frauen auch. Ist einfach so wie so ein Pokémon. echt unfassbar. Und das Ding ist, ich mache den Leuten, die das buchen, noch den kleineren Vorwurf, weil das sind, glaube ich, häufig Leute, bei denen es nicht klappt, bei denen datingmäßig das nicht hinhaut und die nicht genau wissen, woran es liegt und die dann halt reinfallen auf so jemanden. Ne? Also das ist, ne, die denken dann, das wäre eine Lösung, und wenn du verzweifelt bist und wenn du unglücklich bist, dann bist du halt anfällig für Leute, die dir einfache Antworten bieten. So. Das heißt, die Leute, die das buchen, das sind für mich so, ist auch ein bisschen wack zu denken, dass das stimmt so, ne? Aber vor allen Dingen auch Opfer von
so einem Scheiß halt. Ist das nicht dasselbe wie der erste Punkt? Und das Beste zum Schluss, wie du weiter eskalierst. Was? Warte, lass uns mal Warte. Die anderen Punkte sind ja wirklich auch weird. Okay. Okay. Wie du Frauen küsst, ist der vorletzte Punkt. Und der letzte ist dann, wie du weiter eskalierst. Das sind die zwei Punkte. Wie du Frauen küsst, wie du weiter eskalierst. Und sympathisch stoppst, wie du den Typ der Frau innerhalb der ersten Minute erkennst. Ist das nicht dasselbe wie der erste Punkt? Und das Beste zum Schluss, wie du weiter eskalierst. Also unterm Strich, keine Ahnung, was man da jetzt lernt, aber was safe ist, die Methoden hören sich mehr... Nee, man lernt, wie man eskaliert, Digga. Also du küsst und dann wird eskaliert. Als fragwürdig an. Und in einem Coaching-Programm für Frauen kann man das lernen. Aktiv werden und die richtigen Männer ansprechen, tolle Dates haben mit Männern, die es ernst meinen, Mr. Right kennenlernen und an dich binden. Also ganz ehrlich, ein tolles Date zu haben, kann einem niemand garantieren. I mean, es gibt einfach so viele Faktoren, die ein gutes oder ein schlechtes Date ausmachen. Nee, das lernt man einmal kurz in diesem Videokurs und dann läuft das. Dann ist ein Date immer gut. Ist doch klar. Generell sind die Punkte sehr nichtssagend. Wer sagt dir denn, wer die richtigen Männer sind? Und woher möchte ein Coach wissen, wer dein Mr. Right ist und wie du ihn am besten kennenlernst? Chat sagt, how to make money with insecure people. Und das ist genau richtig. Vielleicht muss die monetarisieren einfach, dass es Leute gibt, die ein bisschen verzweifelt sind, die nicht genau wissen, wie es läuft. Digga, hört man den Wind? Der Wind draußen geht gerade voll ab. Musst du erst den Kurs machen, um das zu wissen. Ja, danke. Ja, stimmt, sie kann das auch gar nicht beurteilen. Sie hat den Kurs nicht gemacht. Sie weiß gar nicht, wie einfach es ist, Mr. Right zu finden. Aber das, was man da so lernen kann, erinnert krass an die Methoden von Pickup-Artists. Pickup-Artist heißt übersetzt Verführungskünstler. Auch die findet man auf Social Media in Videos, aber die richten sich nur an Männer. In ihren Videos erklären sie zum Beispiel, wie man Frauen manipulieren kann, um sie ins Bett zu bekommen. Super gesund. Also wie kann man was Problematisches daran sehen, Frauen manipulieren zu wollen, um mit einem ins Bett zu gehen? Das ist doch... Super, also es klingt super healthy. Sex manipuliert, 10-mal nein und trotzdem bang. Wow. Das Video heißt zum Sex manipuliert. So heißt das Video. Wow. Ey. So heißt das Video. Er selbst hat das Video so genannt. Er selbst wollte gerne kommunizieren, dass er eine Frau zum Sex manipuliert hat. Und dass sie 10-mal Nein gesagt hat und trotzdem ist es dazu gekommen. Das ist das, was er transportiert. Und er empfindet das als Win. Er empfindet das als geil, ich hab's geschafft. That's it. So, ich kann jetzt anderen Leuten sagen, wie es geht. Digga, die sind so tief in ihrem Film. Oder hier ein weiteres Beispiel. In einem Video sagt Don John, ein deutscher Pickup-Artist, dass man es einer Frau einfach nur besorgen müsse, wenn sie gestresst ist. Super widerlich. Und klar, die sind halt hysterisch, die Frauen, ne? Das ist halt einfach nur, die sind untervögelt. Wenn die mal ein bisschen aufgeregt sind, sind die einfach untervögelt. Das kennt man doch. Wisst ihr, was dabei das Schlimmste ist? Erstens, dass dieses Video und alle anderen Videos, die ähnliche Inhalte verbreiten, noch online ist. Und zweitens, dass er super viel Zuspruch dafür bekommt. What the fuck? Verharmlosung von sexualisierter Gewalt ist in der Szene auch nicht selten. Darush Walizida, auch bekannt als Rouge V, ein ehemaliger bekannter Pickup-Artist aus den Staaten, forderte, dass man Vergewaltigung auf privatem Gelände legalisieren solle. Was? Das ist extrem problematisch und gefährlich, vor allem wenn man bedenkt, wie viele ihn wahrscheinlich als Vorbild genommen haben oder immer noch nehmen. Nach sehr viel öffentlicher Kritik hört man luckily fast nichts mehr von ihm. Er ist jetzt nämlich streng gläubig und twittert. Cool. Damit ihr euch besser vorstellen könnt, was Pickup-Artists für Methoden...
gebannt auf Twitter wird der da, finde ich. Jetzt, wo Elon Musk Twitter hat, könnte er sowas auch auf Twitter schreiben, das wäre kein Problem. Boden nutzen, um Frauen ins Bett zu bekommen, zeige ich euch jetzt mal zwei, die ich sehr oft in der Recherche in der Pickup-Szene gefunden habe. Diese Methoden funktionieren unter dem Überbegriff NLP. NLP steht für neurolinguistisches Programmieren. Der Wirtschaftspsychologe Uwe Peter Canning sagt in einem Interview, dass NLP eine Pseudowissenschaft sei. Die Methode ist zwar am Markt etabliert, aber mittlerweile wissenschaftlich widerlegt. NLP könnt ihr euch als Rucksack voller Methoden, Modelle und Strategien vorstellen, um die Kommunikation zwischen dir und deinem Gegenüber zu verbessern und dadurch sogar dein Gegenüber positiv zu beeinflussen. NLP wird beispielsweise auch gerne in der Businesswelt verwendet. Bei Pickup-Artists sieht das aber anders aus. Sie nutzen NLP, um durch Kommunikation und Körpersprache das Gegenüber zu manipulieren. Die Push-and-Pull-Methode ist wohl die beliebteste. Eine Methode, bei dem der Pickup-Artist abwechselnd extreme Zuneigung und plötzlich aus dem Nichts emotionale Kälte zeigt. Das ist so fucking toxisch, Digga. Ohne Scheiße. Ich verstehe nicht. Wieso kann man nicht einfach normal sein? Wieso kann man nicht einfach jemandem sagen, ey du, ich finde dich nice, ich würde gerne auf ein Date mit dir gehen. Wenn du keinen Bock hast, dann nicht so, ne? Aber sag gerne. Wieso kann man das nicht so sagen? Wieso muss man so ein Hin und Her machen? Wieso kannst du nicht einfach klar sagen, wie es ist? Man muss ja nicht, dieses Push and Pull wird häufig so dargestellt, als wäre das sozusagen die Alternative zu jemandem ständig hinterherlaufen. Ne? Also, dass du sagst, hey, ich finde dich toll und dann wieder, hey, ich finde dich toll, willst du nicht auf ein Date gehen? Nicht, willst du nicht? Okay, aber ich würde voll auf ein Date gehen, aber du nicht? Okay, dann schreibe ich dir morgen wieder, dass ich dich gerne daten würde und dass ich toll finde. So, ne? Dass das so Alternative 1 ist und Alternative 2 wäre Push and Pull. Dabei wäre vielleicht auch rein, ne, also es wird so dargestellt als so die Alternative zu Push and Pull ist ja, dass du jemandem voll hinterherläufst und das findet ja niemand gut. Ja, wenn jemand zu sehr so offensiv ist und jeden Tag einem schreibt, wie toll er einen findet, dann ist es vielleicht irgendwie manchmal weird so. Klar, dann findest du die Person vielleicht irgendwann ein bisschen so, ey, das ist mir gerade ein bisschen viel so. Ja, klar. Aber das ist doch nicht die Alternative. Die Alternative ist doch, dass man einfach mal sagen kann, so ist der Stand. Aber wenn du keinen Bock hast, dann ist auch okay. Dann müssen wir das nicht machen. Dann müssen wir nicht auf ein Date gehen. Ist alles cool. So, ne? Und dann ist nice. So ist es nicht. Weil dann läufst du ja nicht jemandem hinterher. Dann ist es ja nicht so, dass du sozusagen immer wieder fragst nach einem Date. Sondern du sagst es einmal. Und wenn derjenige kein Interesse hat, dann halt nicht. Dann hört man damit halt wieder auf. Ist das nicht der simpelste Weg an der Stelle? Ey, sorry, ich mache einen Dating-Coach-Seide-Kurs auf. Persönlich würde das total verunsichern. Chat sagt einfach normal sein. Ja, bitte. Einfach, also ist doch nicht. Also dieses Überverkomplizieren verstehe ich auch nicht. So, ich glaube, es ist gut. Ich glaube auch persönlich, dass es allen, für alle Beteiligten gut ist, wenn man sagt, hey, ich finde dich nice. Ich würde gerne mit dir auf ein Date gehen. So, sag mir, ob du auch Bock hast. Und wenn die Person dann sagt, nee, habe ich keinen Bock, dann guck dich weiter um. So, dann schließ damit ab und guck dich weiter um. Und das ist auch okay, das klarzumachen. So, ne? Das ist absolut fein. So, weil dann, also ist es nicht. Ey, nee, ich verstehe es nicht. One time I was at a club and I seen a girl across the room that I. Okay, warte, was hat er gesagt? Würde das total verunsichern. So one. Also, ich ging mal in den Club. Time I was at a club and I seen a. Dort sah ich ein Mädchen. A girl across the room that I liked and I had to go. Und ich musste sie einfach ansprechen. Go up to her and approach her, so I used the push-pull. Also habe ich die Push-and-Pull-Methode angewandt. Technique. I approached her and the first. Ich ging zu ihr hin und sagte, und das erste, was ich sagte, war. Open line that I said was, hey, I like your dress, but the shoes don't match. Digga. Okay, ich mag dein Kleid, aber die Schuhe passen nicht dazu. Wow. And this one line itself literally got me in for the whole night. And the. Ja, aus psychologischer Sicht hat das funktioniert. The reason why it worked, if you look at it from a psychology perspective, is that I validated her.
ich habe sie erst bestätigt. But then I took that. Aber dann die Bestätigung wieder zurückgenommen habe. Mega gar nicht toxisch. Cool, Bro, cool. Validation away. Und das alles, um den Selbstwert der Auserwählten zu schwächen, um dann so die Überhand zu haben. Eine andere Methode heißt Last-Minute Resistance. Mega. Hier mal ein Szenario. Wie heißt das? Die Überhand zu haben. Eine andere Methode heißt Last-Minute Resistance. Last-Minute Resistance? Digga, das klingt wie, also es hätte auch so ein Weltuntergangsfilm sein können, wo so Aliens die Erde irgendwie angreifen oder so. Hier mal ein Szenario. Der Pickup-Artist hat es geschafft, dass er mit einer Frau nach Hause geht. Kurz bevor er mit ihr schlafen möchte, sagt sie nein. Das. Okay. Wir müssen jetzt alle tief durchatmen. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ziel dieser wirklich schlimmen Methode ist, die Frau ins Bett zu bekommen, obwohl sie das gar nicht möchte. Dafür wird die Frau wieder konsequent verunsichert durch abwechselnde Ignoranz und Zuneigung. Das wird so lange gemacht, bis er seinen Willen durchsetzt. Frauen. Cool. Könnten sich auch in einer Schockstarre befinden. Das passiert häufig bei Vergewaltigung. Das ist eine Abwehrreaktion, wenn man nicht mehr die Möglichkeit hat, sich zu wehren. Verbal sowie körperlich. Der Fehler liegt alleine schon darin, dass man jemanden zum Sex überreden muss. Ein Nein ist auch schon ein Nein, wenn man sich körperlich abwendet. Das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Ich verstehe nicht dieses Weltbild, dass man... Also wenn du ein Weltbild hast, wo du glaubst, du müsstest Sex von einer Frau manipulieren und sie irgendwie dahin bewegen, dass sie was macht, was sie eigentlich nicht möchte. Das ist ja das Weltbild an der Stelle, ne? Sie will was nicht, aber ich will, dass sie das trotzdem macht. Was sagt das über dich aus? Das sagt aus, Digga, also was sagt das über erstmal, wie schlecht du im Bett sein musst, aber auch, was du für ein Verständnis hast, was Sexualität bedeutet. Dass das etwas ist, was man so sneaky-mäßig von jemandem so verlangt und bekommt, wenn man was Manipulierendes macht oder so. So als, weiß ich nicht, also als würdest du was stehlen von jemandem. Weißt du, wie ich meine? So, das ist so weird. Das ist so weird. Was, wenn du mit der Frau im Bett liegst und sie dann doch keinen Sex haben will? Part 2. Entschuldigung, aber was zur Hölle heißt denn hier Part 2? Also die Antwort auf diese Frage ist halt, du machst rein gar nichts. Das ist in 2 Sekunden geklärt. Ja. Ja, ist es. Ist es. Warum brauchst du da einen Part 2? Was ist hier los? Einige meinten, hey Bro. Josie, völlig richtig, völlig richtig. Ist doch kein Problem, einfach die Frau sein lassen. Ja, richtig, das ist halt die einzig akzeptable Antwort. Hat übrigens einen coolen TikTok-Kanal. Einfach nichts mehr machen. Und ich sag dir ehrlich, kannst du machen. Korrektur, nicht kannst du machen, sondern solltest du definitiv zu 100% genauso machen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Das Video ist aber gerichtet an die Männer, die richtig Bock haben. Und dann hast du die Frau fast und dann blockt sie doch in der letzten Minute. Das wird auch Last-Minute Resistance genannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vor allem nicht vorhandener Konsens genannt wird. Und kann man auch so nennen, ne? Alles, was man jetzt in diesem Zustand mit einer Person macht, ist nicht in Ordnung. Ist kein Konsens. An dieser Stelle danke, Josie. Und Pickup-Artists sind bei der Methode auch noch echt hartnäckig. Bis zu 2 Stunden kann es nach Angaben in Pickup-Foren dauern, um gegen den Willen mit einer Frau zu schlafen. Und warte, was hat der Ihnen geschrieben? Nach circa 2 Stunden wird's wieder intensiv und ich eskaliere. Ich find's so weird, die ganze Wortwahl auf ganzer Ebene. Es wird intensiv und ich eskaliere. Erst gibt es schon wieder eine kleine Last-Minute-Resistance, als ich Richtung Brüste gehe. Diesmal aber lässt sie es beim 2. Anlauf zu. Alles daran ist so ekelhaft. Wie kann jemand sowas schreiben und das mit Sexualität verbinden? Zu sagen, das ist meine Sexualität. So lebe ich das aus. Das ist nice. Digga, der ganze Satz ist so ekelhaft. Digga, nach 2 Stunden wird es intensiv und ich eskaliere. Es gibt eine kleine Last-Minute-Resistance, als ich Richtung Brüste gehe, aber beim 2. Anlauf lässt sich... Das ist so wack, Digga.
haben in Pickup-Foren dauern, um gegen den Willen mit einer Frau zu schlafen. Und hier frage ich mich, weshalb Programm... Wieso kann man nicht einfach denken so, wow, ey, wäre ja nice, eine Situation zu schaffen, wo die Frau Lust hat, wo die Frau sich wohlfühlt und sich safe fühlt und Lust hat, was zu machen. Das wäre ja vielleicht so eine Alternative. Ist ja crazy zu glauben, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, in die man gehen kann. Dass das vielleicht ein Ziel wäre, das man setzen könnte. Nee, Digga. Damit erstmal eskalieren gehen. Die Pickup-Methoden anbieten, nicht gecancelt werden. Das sind halt einfach Anleitungen, um sexualisierte Gewalt auszuüben. Und für alle, die es nicht wissen, es ist eine Straftat. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt ein Pickup-Forum. Da quatschen Pickup-Artists mit anderen Pickup-Artists über... Alles, was ich lese, ist wack. Über Frauen natürlich. Und vor allem darüber, wie Frauen wirklich sind und was Frauen wirklich wollen. Und sie haben einfach eine eigene Sprache. Das UG letzte Woche war nicht so nice. Dafür habe ich gestern ein richtig gutes Target gemacht. Und weißt du, wie ich das geschafft habe? Mit einem Roof Blast. Na, strong. Alles klar. Hier meine kleine Übersetzung. UG bedeutet Ugly Girl. Mhm. Target ist eine Frau, die man verführen will. Und ein Roof Blast ist im Endeffekt ein Flex, in dem man zum Beispiel aus dem Nichts anfängt, Piano zu spielen. Das ist ein Schuss, der deinen Wert beim Target durch die Decke schießen lässt. Nach einem Roof Blast ist sie begeistert von dir. Ein Roof Blast wäre zum Beispiel, wenn du vor allen anderen Menschen spontan etwas auf einem Flügel, der in der Bar steht, vorspielst. Mhm. Das ist ein Roof Blast. Alter. Manche Wörter des Pickup-Artists-Alphabet stammen aus der Business-Sprache. Normalerweise geht es da um Produkte oder einen dicken Deal, den man gerade abgeschlossen hat. Und Frauen sind absolut keine Produkte oder Deals. Das ist einfach extrem erniedrigend und frauenverachtend. Es ist einfach ein ganz, 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 ganz weirdes Weltbild. Ne? Schreibt einer, warum ghosten dich Frauen? Sie möchte dein Selbstwertgefühl zerstören, dich im Ungewissen lassen, dich toxisch manipulieren, dass sie im Mangel lebt, Menschen hasst und selbst kein Selbstbewusstsein hat. Ich glaube auch, also Leute ghosten andere, weil sie Menschen hassen. Ja, genau das ist, also ich wüsste auch gar nicht, was da ein anderer Grund sein kann. Das ist wirklich der einzige Grund. Der einzigste. Also sie hat es sogar verbessert. Eigentlich... steht hier einzigste. So. Leute, das schreibt ein Typ, der ein Pickup-Artist ist, der wohlwissend und zielgerichtet Frauen manipuliert. In Foren wie diesen tauschen sich die Artists auch über Dating, Misserfolge und sexuelle Frustration aus. Soziologin Dr. Franziska Schutzbach sieht darin auch eine mögliche Basis für eine politische Radikalisierung. Und es wurde auch eine Verbindung zwischen der Pickup-Artist-Szene und Incels festgestellt. Incels sind eine Community aus heterosexuellen Cis-Männern, die eine radikal frauenfeindliche Ideologie verfolgen. Die sogenannten Incels sind auch oft Anhänger von Andrew Tate. Wer Andrew Tate nicht kennt, er ist ein ehemaliger Kickboxer, der vor allem durch seine kontroversen Aussagen aufgefallen ist. Das Problem an seinen Aussagen, sie Ja, und für Menschenhandel, oder nicht? Ist er nicht dafür vor allen Dingen aufgefallen, dass er teilweise minderjährige Frauen angeschrieben hat, um sie reinzulocken, weil er öffentlich gesagt hat, ich will Frauen so manipulieren, dass ich sie sozusagen für, also dahin manipulieren kann, Camgirls zu werden für mich oder so ein Shit. Also völlig abgefuckter Shit. Tragen extrem zu einer toxischen Männlichkeit bei und sind hart frauenfeindlich. Und manche Coaches nehmen ihn auch als Vorbild. Also ich finde es sehr, sehr, also bei Andrew Tate, glaube ich, reicht es nicht zu sagen, er hat kontroverse Meinungen. Ich glaube, das reicht nicht zu sagen, er hat kontroverse Meinungen. Ich finde, da ist ein bisschen mehr passiert als kontroverse Meinungen. Und mit Andrew Tate begreift es so langsam auch das gesamte Internet, dass Männlichkeit das ist, was Frauen wirklich anzieht. Mittlerweile sind die Behörden auf ihn aufmerksam geworden und er wurde auf allen Social-Media-Plattformen gesperrt. Und generell leben viele Pickup-Artists toxische Männlichkeit vor. Zeige keine Verletzlichkeit. Ah, Julian Mom. Das war der Typ, der gesagt hat, es ist eine Red Flag bei Frauen,
wenn sie mal vergewaltigt wurde. Das ist der, falls ihr es mal mitbekommen habt, der ist das. Gut. Leute, ich weiß, Big News, Männer dürfen auch Verletzlichkeit zeigen. No joke, es ist wirklich so. Nee, super unmännlich. Die Frau, wenn du dein Target richtig rooftoppen möchtest, wie war das? Roofshooten? Wie ist das scheiß Wort? Wenn du dein Target roofen möchtest, dann musst du auch, darfst du nicht verletzlich sein. Also, wirklich, schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr Bock auf ein Roofblast, danke Chat, ihr seid mein Dating-Coach. Eigenes Video zu dem Thema habt. Hier möchte ich auch nochmal betonen, dass überwiegend Kinder und Jugendliche auf den sozialen Medien aktiv sind und die eben auch solche Inhalte sehen können. Plan International Deutschland e.V. hat 2019 eine Befragung mit Kindern und Jugendlichen gemacht. Dabei kam raus, dass je intensiver die Nutzung von Social Media ist, desto konventioneller und stereotypischer ist die Ansicht auf die Rollenverteilung von Mann und Frau. In einer Partnerschaft treffe in der Regel ich alleine die Entscheidung bei wichtigen Dingen. Achso, es geht jetzt um Männer. Es geht sozusagen darum, was Männer, die Social Media nutzen, zu Rollenbildern sagen. Also wenn ein Mann Social Media nutzt, dann glaubt er viel eher, dass in einer Partnerschaft er als Mann die Entscheidung bei wichtigen Dingen trifft. Er glaubt außerdem viel eher, ich finde es nicht besonders schlimm, wenn Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer. Mhm. Er findet außerdem eher, eine Frau muss für mich vor allem schlank und hübsch sein. Er findet außerdem eher, ich finde, Frauen sollten vor allem ihren Haushalt und das Familienleben gut im Griff haben. Und außerdem findet dieser Mann dann eher, trotz aller Emanzipation ist Kindererziehung für mich meistens doch eher noch Frauensache. All diese Sachen werden eher empfunden von Leuten, die tägliche Nutzung von Instagram, YouTube und Facebook haben. Das hat nicht nur eine Auswirkung auf Geschlechtergerechtigkeit, sondern kann im schlimmsten Fall zu Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen führen. Social Media. Gibt es da eine Quelle? Quelle Plan International. Plan International. Wird man googeln können, wirst du finden. Verteilung von Mann-Linien gegen Hassrede. Über Mädchen und Frauen führen. Social-Media-Plattformen haben Richtlinien gegen Hassrede. Wenn euch auffällt, dass der Inhalt des Videos dem entspricht, könnt ihr sie melden. Aber wie erkennt man denn jetzt einen Pickup-Artist und wie kann man sich vor einem schützen? Und worauf kann man achten, wenn man sich überlegt, mit einem Dating-Coach zusammenzuarbeiten? Es gibt jetzt nicht die perfekte Guideline, aber was auffällt, dass Pickup-Artists immer gleich oder sehr ähnlich vorgehen. Wenn man das weiß, wird einem wahrscheinlich relativ schnell klar, dass man es mit einem Pickup-Artist zu tun hat. Er wird dich wahrscheinlich an einem öffentlichen Platz ansprechen. Das kann in der Stadt oder im Einkaufszentrum sein. Sie sind super charmant, wahrscheinlich zu charmant und können gut mit Worten umgehen. In einem Interview mit der FAZ berichtete eine Frau genau davon. Und er wird wahrscheinlich die Push-and-Pull-Methode anwenden, um dein Interesse zu wecken. Falls ihr eine oder einen Dating-Coach in Erwägung zieht, checkt unbedingt ab, ob die Person eine Zertifizierung von einem Verband hat. Und das Ding ist, diese Push-and-Pull-Scheiße. Lasst es einfach bleiben. Ich verstehe total, dass man nicht zu needy rüberkommen sollte. Den Punkt verstehe ich total. Dass man nicht auf einer Party, wenn du jemanden nice findest, der Person komplett am Arsch klebst und einfach nicht mehr weggehst und einfach nur sagst, boah, du bist toll, du bist toll, du bist toll, übrigens, du bist toll. Das verstehe ich. Das ist auch gut, dass, wenn man das nicht so macht. Weil das ist nicht gut, das so zu machen. Aber die Alternative ist nicht Push and Pull. Man kann auch sagen, hey, ich finde dich nice, und ich gehe jetzt wieder rüber zu denen, ich wollte mit denen wieder ein bisschen dancen. Tschüss, bis später, vielleicht sehen wir uns nochmal. Ist auch fein. So, du kannst einfach rüberbringen, was du rüberbringen willst und dann deinen Scheiß machen. Dann bist du nicht zu pushy, du bist nicht zu needy, du bist nicht zu, weißt du so? Verstehe ich, kann man machen. Sei doch einfach, mach deinen Scheiß so. Bring rüber, was du willst und was du magst und wie du jemanden findest und mach dein Ding. Wäre das nicht eine Alternative? Okay, wäre eine Alternative. Dann gehst du niemandem auf den Sack und hast einfach Klarheit geschaffen so.
und stellt sicher, dass keine Pickup-Methoden in dem Coaching stattfinden. Das findet ihr meistens in der Beschreibung für das Coaching heraus. Auch die ja, einfach, genau, Chat, einfach vielleicht ein normales Gespräch anfangen. Ja, ist richtig. Die Website kann schon viel sagen. Sieht man zum Beispiel die Preise gleich? Wenn es seriös ist, dann sollten die Preise leicht zu finden sein. Und Leute, ganz ehrlich, die große Liebe wird euch schon finden, wenn sie Bock drauf hat. Es kommt, wenn es kommt. Wenn ihr die Befürchtung habt, dass eure Freundinnen oder sogar ihr selbst manipuliert werdet, sprecht miteinander und sucht euch gegebenenfalls auch professionelle Hilfe. Hilfsangebote findet ihr in der Infobox. Was auf jeden Fall bei der Recherche aufgefallen ist, egal ob Pickup-Artist oder Coach, für sie gibt es nur zwei Geschlechter. Und leider wird in den Videos oft dargestellt, dass ihr der Fehler seid. Lasst euch das bitte nicht einreden. Die Methoden, die von Coaches auf TikTok und Co. angepriesen werden, sind manipulativ, frauenverachtend, bedienen Geschlechterklischees und zeigen toxische Männlichkeit. Ja. Ihr seht, die Liste ist lang. Mir persönlich haben Gespräche mit Freundinnen viel mehr geholfen. Menschen aus dem Umfeld kennen einen oft am besten und... Überraschung, dass deine Friends dich vielleicht besser kennen als irgendein Dude im Internet, der dich nicht kennt? Überraschung. Und sind meistens ehrlich, wenn es um Dating-Tipps geht. Und sie wollen auch kein Geld. Und das heißt nicht, dass einige Leute nicht doch irgendwie Tipps bräuchten zum Daten oder zum Flirten. I mean, das sind nur 2-3 Beispiele von ersten Tinder-Nachrichten, die an meine Kolleginnen aus dem Brustraus-Team gegangen sind. Warte, wir gucken uns die Nachrichten an. Hey, Nadu. Schön, dass wir uns gematcht haben. Was hat dich von mir überzeugt? War es mein Name? Oder mein schönes Erscheinungsbild? Oder doch das aussagekräftige Profil mit der wortgewandten Beschreibung? Was? Und sie schreibt einfach, deine interessierten Fragen zu mir fand ich am überzeugendsten. Einfach versenkt. Ey, wie kann man denn denken, dass das eine gute erste Nachricht wäre? Ey, was findest du an mir eigentlich gut? Fandst du das gut, wie ich heiß? Findest du gut, wie ich aussehe? Findest du gut, was ich da geschrieben habe? Sag mir mal, was findest du bei mir gut? Was findest du nice? Kannst du das vielleicht mal ausführen, was du an mir gut findest? Tolle erste Nachricht. Okay, ein anderer schreibt, hey, ich würde gerne mal mit dir frühstücken. Darf ich dich zum Abendessen einladen? Ah, cool. Und, na jedenfalls sitze ich dann mit meiner Oma in dem Laden und der Kellner kommt an unseren Tisch. Und dann sagt er tatsächlich zu meiner Oma, scheiß auf blond und brünett, ich will weiße Haare. Sie ist perfekt. Was? Sie hat keine Tage? Weißt du, wie ich mein? Nee, ich weiß absolut nicht, wie du meinst. Warum schreist du mich so an? Digga, ich reihe gar nichts mehr. 3 Beispiele von ersten Tinder-Nachrichten, die an meine Kolleginnen aus dem Brustraus-Team gegangen sind. Aber... Ja, ich verstehe schon, dass Tageperiode ist, Chat. Das hab ich schon mal gehört, dass man das so sagt. Das verstehe ich schon. Trotzdem hat das wenig Sinn für mich ergeben. Ich bin mir sicher, dass es mit denen hier auch... Ah, es war ein KIZ-Line. Ach so, ich verstehe. Auch nicht arg viel besser. Warum schreist du mich so an? Hat jemand von euch schon mal mit einem Coach oder einem Pickup-Artist Erfahrungen gemacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Abonniert uns und... Ey, Brust raus, finde ich ein sehr, sehr nicer Channel. Den habe ich neulich erst auch für mich entdeckt. Wir haben jetzt das zweite Mal im Stream was davon gesehen. Subscribe bei denen auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein sehr, sehr nicer Channel. Liked auch das Video, weil es ist sehr, sehr cool. Fand ich ein gutes Video. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.